Ja, grüß euch, D1HFS von Funkfieber wieder hier. Und heute gehen wir mal ein paar Dinge durch am X6100. Wenn man mit dem Armin arbeiten möchte, wird man das ein bisschen optimiert. Also es wird kein normaler Rechner. Auf FT8 bleibt die Verzögerung, sie ist nur nicht mehr so extrem, wie es sonst ist. Wenn man ein paar Optimierungen am System vornimmt, auch die Darstellung, dass man die Fenster in voller Größe darstellen kann. Mit der Einschränkung, dass es ein bisschen kleiner ist zum Lesen. Aber nichtsdestotrotz gehen wir halt so auf diese paar kleinen Optimierungen ein und schauen uns das Ganze an. Ja, zuerst locken wir uns einmal ins System ein. Nicht wundern, bei mir ist das Kennwort länger, weil ich es bei mir angepasst habe. Das hängt mir immer so der Grund ein bisschen mit dem Kopf. Wir locken uns ein. Ihr werdet jetzt dann gleich schon mal feststellen, dass alles so ein bisschen bei mir anders ausschaut. Das zeige ich euch jetzt nur ein paar Einstellungen, die man jetzt hier direkt machen kann am Gerät, und den Rest zeige ich euch dann über den PC, wie man so ein bisschen das mit dem Arbeitsspeicher ein bisschen kompensieren kann, was natürlich von Vorteil ist, um einfach die Geschwindigkeit ein bisschen besser im Griff zu haben von diesem Ambient. Es ist, dass man halt eine schnelle Micro-SD-Karte nutzt. Ich habe jetzt eine rausgekriegt, ich habe von SanDisk eine, die 100 Mbit schreibt und 170 MB pro Sekunde liest. Das funktioniert schon sehr gut. Ihr merkt jetzt, es ist hier so ein bisschen kleiner als sonst. Also wie bei den ersten Varianten oder beim ersten Video, was ich euch gesagt habe, es werden ja die Fenster in vollständiger Größe dargestellt. Jetzt machen wir einfach mal WSJTX einfach nebenbei auf, wenn ich da so ein bisschen was erzähle. Zu dem Ganzen jetzt, ich habe einen Dummy-Laut dort, also wir werden keine Signale sehen. Genau, ich hätte es auch probiert mit einem USB-Stick, das Ganze. Leider bootet er nicht von einem USB-Stick, der X6100. Hätte hier einen genutzt, der 400 Mbit in beide Richtungen schreibt und liest. Und genau, jetzt zeigt man da schon, dass das WSJTX in voller Gänze dargestellt wird. Und auch das Fenster hier sehr gut aussieht. Also man kann es lesen, es ist natürlich alles ein bisschen kleiner. Aber ich zeige euch jetzt, wenn man das so darstellt, dass man halt nicht den unteren Bereich hier zum Beispiel, dass der abgeschnitten ist oder so. Das schauen wir uns jetzt an. Genau, um das jetzt hier so darzustellen, das ist jetzt das Erste, was ich euch zeige, weil es recht einfach ist, um diese Skalierung. Die Skalierung an den Monitor anzupassen, dass man halt die Programme ordentlich nutzen kann. Und dazu gehen wir auf Applications und dann Settings, Display. Also ich sage es auch, weil es wahrscheinlich zu klein ist, um es zu lesen. Deswegen sage ich jetzt einfach die einzelnen Schritte auch. Und hier bei Scale habe ich Custom gemacht. Die kann natürlich 1,5 ist hier mit angegeben. Ich bin auf Custom gegangen und habe 1,4 eingegeben. Das war für mich jetzt das optimale Verhältnis zu kleiner Schrift und Fensteranzeigen. Das ist für mich so ausreichend. Ihr könnt es natürlich da selber spielen mit der Skalierung. Je höher die Skalierung, umso kleiner wird das Ganze. Also wenn es jetzt 0,5 eingibt, dann könnt ihr nichts mehr lesen, weil es dann gezoomt wird. Einfach erklärt. Und je höher die Zahl wird, umso kleiner wird das Ganze. Und 1,4, also 1,4 ist hier in meinen Augen die optimale Lösung, um die Fenster alle sauber darzustellen und alles sauber zu bedienen. So, und das nächste Hilfsmittel, was ich euch sagen möchte, ist, man weiß ja jetzt nicht, was habe ich für Sendeleistung eingestellt oder habe ich irgendwelche Filter aktiv. Das man kann auf die Xego UI zugreifen, indem man hier auf Applications geht, Internet und dann hier den Tiger Find C-View öffnet. Dann gibt man die
also die Localhost IP-Adresse ein, das ist die 127.0.0.1 Doppelpunkt 5901. Drückt Enter und es öffnet die UI des Xego X6100 ohne Wasserfall. Wasserfalldiagramm wurde vom Programmierer deaktiviert, da das ja Ressourcen frisst und Digimodes, weil für das nutzen wir ja das Ambien für Digimodes, sowieso Wasserfalldarstellung haben. Also warum sollte man unnötig Ressourcen verschwenden für eine Wasserfalldarstellung? Wer Wasserfall braucht und die UI ist damit bedient, den Xego normal hochzufahren. Einziger Nachteil ist, die ALC sieht man nicht. Das wurde schon bemängelt. Mal schauen, ob hier nachgesteuert wird. Ich kann jetzt hier ganz normal mit der Maus die Menüpunkte betätigen. Also ist alles nutzbar. Wenn ich am Xego selbst jetzt hier auf App drücke, dann macht hier auch der App-Screen auf, kann jetzt hier den SWR-Scan machen. Ist natürlich sinnfrei beim Dummy-Load, kann hier wieder rausgehen, also das funktioniert alles. Ich sehe auch sofort, wenn hier sich was tut. Ich sehe auch, wenn ich die Push-to-Talk-Taste drücke, dass hier ich auch jetzt was spreche. Also ist alles hier zu sehen. Und wenn ich jetzt hier die MFK-Taste, den Drehregler drehe, sieht man hier, wie die Leistung hoch und runter gedreht ist. Um natürlich dann Ressourcen zu sparen für den eigentlichen Betrieb, würde ich es empfehlen, den Führer wieder zuzumachen, wenn man seine Einstellungen getroffen hat. Na, werde ich schon warm, der Dummy-Load, durch das kurze Labern. So, das jetzt hier mal so, um auf die Funktionalität des Xegos zurückzugreifen, um zu sehen, bin ich in der richtigen Betriebsart natürlich. Also wenn jetzt hier also USB Digital, LSB, CW, AM, FM. Also sehe ich hier alles. Ich kann jetzt auch sehen, also der Tuner ist auch aktiv aktuell, den schalte ich natürlich aus. Und dann kann ich da nochmal quasseln und man sieht es, wenn ich die Push-to-Talk drücke, die rote LED leuchtet auch auf und ich lasse es los und alles ist gut. Genau, so viel, zoomen wir mal ein bisschen näher ran, damit man das ein bisschen besser sieht. Genau, so viel jetzt mal, um zu sehen auch jetzt, was der Xego denn aktuell so eingestellt hat und was denn da so los ist. Ich kann natürlich auch hier auf diese Funktionstaste natürlich drücken, SWR-Scan, Exit, das funktioniert auch. Ich muss nicht zwingend mit der Maus auf die einzelnen Buttons klicken. So viel jetzt dazu, wie ich sehe, was der Xego aktuell treibt. So, vorbereitend für den nächsten Abschnitt habe ich jetzt ein Programm geöffnet auf dem X6100 im Linux und zwar die Software Hardtop. Das ist im Prinzip sowas wie im Windows, also im Prinzip so etwas wie im Windows der Task Manager. Ich sehe hier, was die Prozessoren machen. Das sind die ersten vier Balken. Wir haben vier Kerne zur Verfügung. Wir haben 1 GB Arbeitsspeicher. Schauen wir uns dann natürlich über den Rechner noch an, im Detail. Und in der Grundeinstellung haben wir nur die 1 GB Arbeitsspeicher, was ich natürlich jetzt noch gemacht habe, um das Arbeiten für das Ambien ein bisschen zu erleichtern. Das ist ein 2 GB großes Swap-File hinzugefügt. Zu vergleichen mit der Auslagerungsdatei im Windows. Ist standardmäßig bei dem Image nicht aktiviert. Und das schauen wir uns jetzt an, wie ich das aktiviere. Und dazu wechseln wir jetzt auf meinen Rechner, um euch das einfach besser zu zeigen, wie man das einstellt, weil es da so ein bisschen komfortabler ist. Weil, wenn ihr euch das hier auf dem Bildschirm zeigt vom Xego selber, könnt ihr natürlich da nichts lesen. Und deswegen schwenken wir jetzt rüber zum PC. Ja, wir sind jetzt hier über meinem PC auf dem Xego X6100 und jetzt schauen wir uns das an, wie wir das mit diesem Swap-File machen. Also der Auslagerungsdatei. Und zwar hilft es, bevor der RAM voll läuft, dass er halt dann einfach gewisse Dinge auslagern kann. Bei der Nutzung von WSJX, der Xego X6100 hat ja nur 1 GB Arbeitsspeicher. Und bei der Nutzung von WSJX greift das System dann auf
das Swap-File zu. Und dazu öffnen wir den Terminal-Emulator und müssen jetzt hier ein paar Befehle abarbeiten. Es empfiehlt sich vielleicht, um das Ganze im Blick zu haben, wie früh Systemressourcen werden genutzt, indem man dann das Hardtop installiert, und das funktioniert mit sudo apt install hardtop. Wird jetzt bei mir Fehlermeldung bringen, weil ich habe es natürlich schon drauf. Und Voraussetzung ist natürlich, ihr seid im Internet mit dem X6100, um das zu installieren. Drückt Enter, dann läuft die Installationsroutine durch. Ihr werdet vielleicht noch gefragt, ob ihr das sicher seid, dass ihr es installieren wollt. Das natürlich mit Ja bestätigen. Aufgerufen wird das Ganze dann mit Hardtop in der Konsole. Und dann sieht man, wie hier die vier Kerne, wie sie arbeiten. Arbeiten natürlich enorm, sind nicht so leistungsstark wie in einem normalen PC. Und hier nutzt das System aktuell 321 MB von den 1 GB des Arbeitsspeichers. Und hier Swap-File standardmäßig 0. Das richten wir jetzt ein. Dazu geht es mit STRG und C wieder raus aus diesem Hardtop. Wie gesagt, das ist natürlich auch sehr praktisch, wenn man das im kleinen Fenster laufen lässt, nebenbei, um zu schauen und auch zu sehen, wie viele Ressourcen eigentlich die Wasserfalldarstellung von WSJTX benötigt. Deswegen immer geschickt, wenn man das auf dem Xego im Hintergrund nicht laufen lässt, sondern zumacht, wenn man arbeitet, wenn man es nicht unbedingt nötigt, einfach, also wenn man es nicht unbedingt benötigt, einfach zumachen. Ja, dann schauen wir uns jetzt einfach mal an, wie wir das Ganze einrichten. Wir können jetzt natürlich checken, ob das System schon ein Swap-File hat oder eine Swap-Partition. Hier würde ich empfehlen, natürlich das Ganze mit einem Swap-File zu machen. Und zwar gehen wir ein sudo swap on minus minus show, um zu sehen, ob schon irgendwas existent ist. Er bringt keine Rückmeldung, also ist hier nichts vorhanden. So, um jetzt ein Swap-File zu erstellen, also die Grunddatei, mit der wir dann arbeiten, müssen wir folgenden PC-Befehl eintippen. Was sich natürlich empfiehlt, ist eine groß genug Speicherkarte im Gerät zu haben. Ich nutze hier, kurze Abfrage, eine 64 GB große Speicherkarte. Wo haben wir es denn? Genau, 58 GB. Natürlich viele Unterpartitionen, und aktuell nutzt das System 3 GB davon, das heißt, ich habe noch 53 GB zur Verfügung. Empfiehlt sich, groß genug zu nehmen und schnell genug. Ein Link zu der Speicherkarte, die ich nutze im Xego X6100, durch in die Videobeschreibung. So, jetzt gehen wir aber dazu und generieren jetzt erst einmal das Swap-File. Dazu gehen wir ein sudo fallocate -L 2G für die Größe. Ich nutze gern 2 GB, immer das Doppelte vom Arbeitsspeicher. Das ist aus meiner IT-Laufbahn so, hat sich das so eingebrannt bei mir. Und dann geben wir ein, den Lokalisation des Swap-Files, und da gehen wir ins Root-Verzeichnis durch Slash und sagen Swap-File. So bezeichnen wir das Ganze jetzt auch. Genau, die Datei ist jetzt soweit generiert. Jetzt machen wir da draußen noch unser Swap-File. Das ist jetzt ein bisschen ein längerer Befehl. Sudo dd if slash dev 0 of, ich brauche nur dieses Leerzeichen, slash Swap-File BS 2084, hat 84, 48, weil das die Größe jetzt ist von unserem der Datei, die wir gemacht haben. Wenn ich jetzt da 1024 eingebe, würde nur ein 1 GB Swap-File aus unserem 2 GB File machen, wäre ja ihr unsinnig. Count ist gleich 4, 8, 5, 7, 6. Genau, jetzt generiert er diese
Swap-File und erstellt das jetzt, sodass das System jetzt damit das handeln kann. Das dauert jetzt natürlich, er generiert jetzt eine im Prinzip eine 2 GB große Swap-Datei. Und dann müssen wir anschließend die Berechtigungen entsprechend vergeben und das Swap-File aktivieren. Aber wie gesagt, das jetzt als Step by Step. Jetzt warten wir erst einmal ab, bis er die Datei jetzt einmal so fertig eingerichtet hat. So, das Swap-File haben wir erstellt. Jetzt müssen wir das entsprechend berechtigen, dass nur Root darauf Zugriff hat. Sudo changemod 600 für die Zugriffsberechtigung und natürlich wieder das Swap-File. Dann müssen wir dem Ganzen natürlich noch den Swap-Bereich im Linux präsentieren. Sudo mk swap slash swap-File. Genau. Und dann müssen wir das noch im System zum Aktivieren hinterlegen und dazu gehen wir jetzt als sudo nano slash etcf step. Und ich habe es jetzt bei mir auskommentiert, die Zeile im Prinzip diesen Befehl slash swap file swap defaults 00, dann mit Steuerung X und Yes raus und bestätigen, dass wir das schreiben wollen. Ich habe es jetzt schon gemacht. Anschließend das System einmal neu starten, also den ganzen Xig und neu starten. Ihr macht es am besten über die Konsole, dass es einmal sauber runterfahrt mit sudo shut down minus h now. Für h minus h steht für halt, also dass alles stoppt, macht es Enter. Dann fahrt der Xig, also das Ambient sauber runter und das Linux und dann startet ihr das Ganze wieder neu ins Ambient. Und dann gebt ihr Hardtop ein und dann solltet ihr hier jetzt das Swap-File mit 2 GB Größe sehen. Das läuft jetzt immer mit, startet immer mit und der X6100 lagert dann entsprechend aus. Schauen wir mal, ob man schon ein bisschen dazu ermuntern können, dass er ein bisschen was auslagert. Einfach nur echt zum Zeigen, dass es das funktioniert. Also, wenn full dekodiert wird, dann fangen wir an, ein paar Dinge also auszulagern. Man sieht halt einfach, dass er dann ein bisschen was macht. Genau, machen wir mal einen Wasserfall mit an, dann machen wir noch schnell die Xigo-interne UI auf. Aber das soll es jetzt grundsätzlich so gewesen sein. Da war DO1 HFS von Funkfieber mit ein paar Optimierungen für das Ambient. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen dazu. Ich werde es natürlich immer mal wieder berichten, wenn sie irgendwas Neues tut zu dem Ganzen. Genau, da war DO1 HFS von Funkfieber, macht's gut und wir sehen uns in den nächsten Videos zu Ambien und allem anderen, was wir so treiben.